So. Hallo, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun. Und ich sag euch gleich mal, das wird eine der epischsten Folgen im ganzen Let's Play. Denn wir sind hier am Ende der Schatzinsel angekommen. Und ja, hier, was wollte ich jetzt sagen? Hier gibt es den stärksten Gegner im ganzen Spiel. Oh yeah, da freuen wir uns schon alle drauf, nicht wahr? Aber ich musste einige Vorbereitungen treffen, denn ich habe mir da so eine Strategie überlegt. Ja, und zwar genau, das passt ja eigentlich schon. Oder? Na, ich glaube, ich mache es mal lieber so. So, passt nämlich auf. Ich muss vor allem erstmal speichern. Speichern, heilen. So. Und ich würde mal sagen, wir gehen einfach rein. Los. Nein, so nicht. Wie ging es? Herzlich willkommen, Totterbot! Oh yeah! Ja, das ist der stärkste Gegner im ganzen Spiel. Ja, ich freue mich schon drauf. Bin gespannt, ob ich den auf Anhieb schaffe. Und einfach die Strategie ist, einfach immer einen Geralt und Isa greifen an. Und Ivan und Mia setzen abwechselnd immer ihre Schutz-Chins ein. Cool, oder? Weil der macht nämlich böse Synergies. Vielleicht, wie ihr vielleicht seht, Frostprisma zum Beispiel. Schaut euch das an. Bam! Oh ja, das wird ein schwerer Kampf, das sehe ich jetzt schon. So, Angriff. Heilen braucht's noch nicht. Und du musst jetzt hier Granit. So, und du magst Flamme. La 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 la. Titanklinge! Oh, das werde ich jetzt oft in diesem Kampf sagen müssen. Glaube ich. Oh, Inferno. Ui! Zum Glück habe ich Flamme gemacht. Dann wird es wenig Schaden machen. Jo. Schallhammer. Yeah. Und nochmal Inferno. Ja, du bist ein cool Typ. So. Jetzt. Ach, weißt du was? Da kann ich, glaube ich, noch eine Runde angreifen. Ah, hier wieder Granit. Und du wieder Flamme. Ja, das ist die beste Strategie gegen den Typen. So dauert zwar nur der Kampf ein wenig länger, aber ist ja egal. Oh, Aufprall! Ei! Ei! Das wird böse. Ja! Uhuhu. Okay. Geralt, du darfst jetzt mal heilen. Granit und Flamme. Bam, 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 bam. Oh, magischer Mantel auch noch. Ach, schön. Und fast wieder voll geheilt. Und Inferno macht keinen Schaden, da wir Flamme wieder aktiv haben. Oh yeah. Yay. Ja, die Strategie ist sehr wirkungsvoll, wie ihr vielleicht seht. Huh. Granit. Und du machst Flamme. Ah, la, la. Aber ich glaube, wie viel KP hat der Typ? 10.000? Bestimmt. Also es dauert noch ein bisschen der Kampf. Geringfügig. Aufprall. Ja klar. Fuß dich noch mehr, ist schon in Ordnung. Kann denn jemand von euch zufällig... Schade. Kannst du das? Nö. Okay. Dachte jemand könnte das... Die komische Synergie, wie heißt sie? Ach, keine Ahnung, wie sie heißt. La la la. Und Flamme. Meine ich hätte natürlich auch die Strategie machen können, indem ich erstmal 4 Chins-Voliden auf Standby schicke, dann einmal eine Runde Chin-Beschwörung mache und dann erst die Strategie anwende. Aber das ist mir eigentlich zu gefährlich. Oh, Wächter, das ist nicht schön. Ei. Das ist unschön. Granit und Flamme. La 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 la. Titanklinge! Yeah!
Oh, Frostfriss mal auf. Au. Au. Ja. Das tat weh. Und nochmal gleich hinterher. Ei. Au. 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 Das war unschön. Hi. Hi, Chihuahua. Das war echt nicht schön. So, der Bart, das will ich nicht mehr sehen von dir, ja? Ach, ich hatte ja auch noch Granit, deswegen... Funkenregen! Wow! Zum Glück macht das so wenig Schaden. Funkenregen ist die nächste Form von Lichtplasma. Hi, schon wieder Frostplasma. Hi. Flamme macht echt mehr Verteidigung als die anderen. Na, da, da, da. Hab ich was zum Heilen? Ach, Mensch. La, la, la. Du heilst jetzt mal Dingens. Du magst Granit und du magst Flamme. Denn Ivan sieht mir langsam ein wenig gefährlicher aus. Ivan HP. Titanklinge. Yeah. Nuss. Jön. Und Inferno. Au. Na, geringfügig. Wupp und wupp und. Wupp und. Wupp. La 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 la. Ja, das ist auch gut, dass Mia und Eva die schnellsten sind. So sind nämlich unsere Schutzchins immer die schnellsten. Das tut weh. Ach ne, ich hab Flamme, ja. Schallhammer. Jawohl. Wow, und selbst Schallhammer macht nur 129 inzwischen. Also krass. Wupp und... Ja, wie gesagt, der Kampf kann sich sogar eventuell über zwei Parts wegziehen, also... Aber ich hoffe jetzt mal nicht. La 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 la. Danach werde ich heilen müssen. Ach ne, ich heile schon, okay. Osprisma, ja, das tut jetzt aber weh. Oh ja. Ach, der Widerstand hat sich normalisiert, habe ich gerade gesehen. Schön. Granit und Flamme. La 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 la. Und 98, du Heilige. Wow, das war cool. Granit und Flamme. Ja, das ist ein bisschen lame, die Taktik, ich weiß, aber mir doch Wurst. La 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 la. Hey, wir können auch mal wieder aufheulen, ich wollte es gerade sagen. Danke. Ja, jetzt macht schon wieder 200, finde ich schön. So, Isaac, Gary, du darfst langsam mal wieder heilen. Granit und Flamme. Flamme. Ostprisma, jawohl. Zum Glück habe ich Flamme drin. Wow. La la la. La 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 la. Wupp und wupp und Granit und Flamme. Oh, ich hoffe wirklich. Ich glaube, inzwischen sollten wir bestimmt die Hälfte haben. Denke ich mal. Titanklinge! Yeah! Ist doch eine schöne Aufheulung, oder? Was sagt ihr zu Titanklinge? Ich finde sie cool. Generell, Erbsynergien in diesem Spiel gefallen mir auch. Hat jetzt ein bisschen weh. Und Garrett bräuchte bald mal einen Psy-Kristall, sehe ich gerade. Das wird natürlich jetzt problematisch, wie ich das jetzt mache. La 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 la. Ja, Flamme habe ich, da macht ich nur keinen Schaden. Na gut, doch kann ich Schmutzquelle eine Weile einsetzen, also kein Problem. Granit und Flamme. Ab, 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 ab. Titanklinge!
Ach, schön. Oh, war ich gerade Granit drin? Ich glaube schon. Eier! Eier! Hui! Schalava! Ach, komm nur einmal! Oh, wie der Wächter! Oh, das wird wieder böse! Verdammt! Tralala! Ich guck mal, hat denn, ich sag zufällig was, was PP heilt? Natürlich nicht! Angriff mit Gift kann ich natürlich auch mal probieren, ne? La 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 la. Hast du was, was PP heilt? Nö. Warum solltest du? Hast du... Ach, du hast die Psychokristalle! Ach, na dann! Na dann hat sich schon alles erledigt. Alles erledigt, Leute. Alles. Alles im Butter. So, was kommt dran? Granitflamme. Okay, dann kann ich noch eine Runde... Dann kann ich noch eine Runde ohne Heilung auskommen, wenn Flamme dran kommt. Wupp, 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 wupp. Titanklinge! La 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 la. Ui, ui, ui. Magischer Mandel. Das für erhöhten Widerstand, genau. Wupp und... Nein, du musst heilen. Glaube ich mal, oder? Ja. Gut, ich bräuchte nur Ivan, aber... Pff, es ist jetzt Granit dran, da kann ich es mal benutzen. La la la. Titanklinge! Also ich bin echt gespannt, wie lange dieser Kampf noch dauert. Cool, wir haben fast gar nichts abgezogen bekommen, sehe ich gerade. Das ist auch mal cool. Aber nichtsdestotrotz haue ich einfach mal meine Verteidigungsschinden rein. Kann ja nicht schaden. Oh, jetzt weicht das sogar schon aus. Hui. Was ist gut denn für einer? Ja, boost dich nur immer weiter. Ja, ist schon recht. Wupp und... Ja, die Flamme war jetzt natürlich vollkommen für... ja. Ne? Und so. La la la. Titanklinge! Ich überlebe gerade, wenn der Kampf wirklich länger als ein Part dauert, soll ich vielleicht mal den Überlänge-Part machen? So als Special? Als kleines Mini-Special? Ich meine, Überlänge-Parts sind ja inzwischen bei mir nichts Neues, aber... Könnte ich eigentlich mal tun, ne? La 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 la... Titanklinge! La 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 la. So, drauf, drauf. Und einfach noch weiter drauf. So, wupp. Na, da kann ich auch nicht viel dazu sagen, ehrlich gesagt. Ich wechsle immer wieder die Verteidigungsschild und die zwei Hauptdamager greifen an. Das ist die Strategie. So einfach und doch so simpel. Was? War auch ein cooler Spruch. Wupp und wupp und wupp und schwubbliwupp. Titanklinge! Ach, die Aufheulung. So wundertastisch. Mann, stirb doch mal! Schlimm. Tybi, stirb. Wir sind schon bei 14 Minuten, verdammt. Stopp doch mal! Stimmt doch jetzt endlich! Titanklinge! Na los! Du verdammter! Wow! Nein, du musst heilen! Vor lauter Enthusiasmus nicht die Heilung vergessen, das wäre fatal! La 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 la. Ach Isa, kannst ruhig mal aufheulen! Ich meine, du bist die letzte Gefahr. Runden aufheulen. Du musst jede Runde aufheulen. La 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 la. Wupp, wupp. Granit, Flamme. Wupp.
Und jetzt müsste ich eigentlich den Part beenden und ich glaube, ich mache echt den Special Part. Let's beat Totterbart. Ach ja. Wie ihr vielleicht gesehen habt, Totterbart heilt sich auch noch jede Runde, aber nicht viel. Nee, anscheinend nicht. Gut. Ich dachte eigentlich, der heilt sich jede Runde, okay. Dann halt nicht. La 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 la. Rot, los, greift an! Los, jetzt zwei Aufheulungen, dann müssen wir doch gut sein, komm! Titanklinge! So, jetzt noch Nummer 2, los! Los! Jawoll! Ah, schade! Das wäre es jetzt noch gewesen. Auf Ansage sterben, das wäre jetzt cool. Tschu, 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 tschu. Titanklinge! Ah, da kommt man wenigstens mal in den vollen Genuss der Aufheulung, nicht wahr, in diesem Kampf. Also, Gary, du könntest dich ruhig mal ein wenig mehr ins Zeug legen, ne? Habe ich denn nicht irgendwas, was erhöht Attacke von allen? Das mache ich doch mal rein. Ich bring's ja irgendwas. Schutz war jetzt auch mal rein. Das mache ich jetzt, glaube ich, mal ein paar Runden, weil ich ziehe ja fast nichts mehr ab, ey. Das ist schlimm. Oh, aber Garrett hat keine Synergie, sehe ich gerade. Hey. Schön. Oh, der Angriff. Oh, der geht aber schön rauf. Wunderbar. Da puste ich jetzt ein wenig meine Werte und dann geht's ab. La 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 la. Alter, das wird echt zu dumm. La. Lolololol. Ich schätze, wie lange werde ich es machen? Drei Runden? Drei, vier Runden? Dann greife ich wieder an. Weil wenn ich keinen Schaden mehr an dem mache, ne, ist es mir echt zu dumm. So, jetzt zweimal den Angriff erhöht. So, jetzt dürfte ich aber auch wieder mal heilen. Huch. Nein, du magst den auf einen Schlag. Du magst hier Psy-Kristall auf dich. Du magst Granit und du magst Flamme. Ich hoffe einfach mal, dass Ivan überlebt, aber ich denke schon. La la la, wenn nicht wieder, halt wieder belebt, meine Güte. La 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 la. So, Garrett hat wieder Psy-Energie, wunderbar. Und jetzt, ne, mach ich noch einen Einschlag. Garrett macht die Wunschquelle. So, Granit. Oh Gott, hoffe ich überlebt das Ivan. Eine Runde. Ivan, du musst nur eine Runde überleben. Los. Ivan, eine Runde. Wirst du das schaffen? Und wird er schaffen, Leute? Ich glaube, er schafft es. Au, das tat weh. Attacke normalisiert sich. Egal, ich greife einfach mal an. Wird schon nicht ich gewesen sein. Wahrscheinlich war es ich, aber egal. Greife jetzt an. Wahrscheinlich hat meine ganze Boosterei gar nichts gebracht. Okay. Mit dem normalen Angriff 237. Das hätte ich schon von Anfang an machen sollen, ja. Bin ich wieder mal früh drauf gekommen. Wir haben Totterbart besiegt. Yeah. Ippel. Halt 8000 Punkte und natürlich allgemeiner Level Up, ist ja klar. Wir finden Lebenswasser. Da ist eine Kiste mit der dem Dämonenpanzer. Yay! Das würde ich jetzt normalerweise auch Garrett geben, denn das macht doch, ja, das macht viel drauf. Echt am Überlegen, ich es nicht doch Garrett gebe. Gut, aber ich werde jetzt in diesem Part hier noch die Schatzinsel verlassen. Und dann werde ich erstmal den Part beenden und schaue dann mal im nächsten Part, ob ich vielleicht das mache oder auch nicht. Mal schauen. Dab, dab, dab.
dap da dap dap da dap dap di 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 du 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 du. Weil ich gerade mal gucken wollte, das ist ein Langschwert, naja. La 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 la. Ich bin gerade echt am überlegen, was ich tue. Wie ich meine Ausrüstung verteile. Das ist schlimm. Naja. La 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 la. Da zerbreche ich mir im nächsten Mal den Kopf. Sag mal, wie lang ist denn das noch? Ist ja wirklich ein langer Gang, ist lang. Langer Gang ist lang, langer Gang. Langer Gang. Ah, da sind wir schon draußen. Okay. Dip, 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 dip. Und damit hätten wir auch alle Sidequests in diesem Spiel geschafft. Jetzt bleibt nur noch der Endboss. Yeah. Und deshalb beende ich an dieser Stelle den Part, nachdem ich mich geheilt habe. Und zwar genau jetzt. So, ich verabschiede mich von diesem kleinen Mini-Special von euch. Das war Let's Play Gold Sun für heute. Und man sieht sich dann im nächsten Part. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.